Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam. Himmel, ja, ich habe Items schon mal geholt, damit wir wieder in den Dungeon gehen können und ich habe keinen Bock. Ich hasse Monsterräume, sind so behindert und ich habe keinen Bock, wieder durch Monsterräume zu verkacken und Ewigkeiten an einem Dungeon zu hängen. Das ist so ätzend. Der Shop hat immer wieder keine Belebersamen. Das heißt, wir müssen... Aha. Nee, doch nicht. Warte. Hatten wir nicht letztens erst... Nee, das hatte ich schon wieder repariert, oder? Die Dings. Die Link-Attacken? Ja, genau. Ich glaube, das hatte ich schon wieder gefixt. Ja. Shop hatte keine... Habe ich nicht gerade vom Monsterräumen geredet? Dreckshure. Greifen wir mal Azurill an. Das Azurill da hinten, perfekt. Dragon Level 44. Super. Wir werden drauf gehen. Wow. Alles klar. Auf den. Ich schrecke zurück. Ja, GG! Ich lade den Spielstand. Nein, ist mir egal. Ohne Witz. Was ist das? Warum? Mann. Ich hasse Monsterräume. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich weiß es nicht. Ich hasse zumindest Monsterräume. Drecksspiel, was ist das? Wir haben halt ohne Belebersamen oder sowas, haben wir halt keine Chance. Wie sollen wir das denn machen? Ich betrete diesen Raum und ich kann halt nichts dran ändern, dass ich da alleine fighte. Nicht wirklich, zumindest. Das ist halt total kacke. Warum macht man sowas? Mann. Shop hat immer noch die gleichen Sachen, ne? Ich glaube, daran ändert sich nichts. Nee. Supi dupi. Fantastikös. Ich bin ja begeistert. Gut, bevor wir jetzt in den Dungeon gehen, mache ich mal hier den Safe. Nicht, dass wir immer wieder was Neues einkaufen müssen und ich werde nicht... Ja, ich werde nicht... Nein, nein. Ich werde nicht weiterspielen, wenn ich durch so einen Monsterraum in der ersten Ebene verkacke. Dann lade ich den Spielstand natürlich neu. Das ist mir viel zu dumm, wenn wir jetzt auf Ebene 15 sind oder so und ich dann verkacke. Ja, dann alles okay, aber nicht auf Ebene 1! Das ist doch behindert! Mann! Vielleicht war auch allgemein einfach Riolu nicht so eine gute Wahl. Okay, sie kommen hier lang. Als Teampartner. Weil, ja, Riolu hat keine wirklichen Fähigkeiten, die über die Schräge gehen. Das ist das Problem. Und dadurch kann er halt uns nicht wirklich unterstützen, wenn so ein Monsterraum kommt. Ist halt scheiße. Guck mal, wenn wir in so einem Monsterraum spawnen würden, das wäre super geil. Das wäre viel, viel besser. Viel, viel besser. Vielleicht sollte ich für solche Monsterräume doch mal irgendwelche Orbs oder so mitnehmen. Weiß ich nicht. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Keine Ahnung, was haben wir da? Ein Mundtier. Ja, komm. Was? Daneben gegangen, aber egal. Ich liebe Link-Attacken. Dafür, ja, ich liebe Link-Attacken. Link-Attacken sind so schön. Vor allem, wenn es zwei Link-Attacken sind, die über Range gehen oder sowas. Das ist super geil. Einfach nur super geil. Und was ich hasse, sind diese verdammten Hagel-Effekte oder Sandsturm-Effekte auf einer Ebene. Weil, oh, das ist so unnötig, wenn es hagelt. Dass immer wieder diese Anzeige kommt, dass man Schaden kriegt und man sich da in der Zeit dann nicht bewegen kann. Ist so behindert. So behindert. Und mein Game lag, beziehungsweise mein ganz... What? 100% CPU-Auslastung, alles klar. Genau, ich hab mir neue CPU und so bestellt. Ein Intel i5. Und... ein neues Motherboard, das... ja. Genau das. Scheiße, wie hieß denn das? Ich weiß es nicht mehr.
so ein cooles Motherboard. Wisst ihr Bescheid. Ja, das kommt am 5.11. oder so an. Soll es zumindest, der Prozessor, genau. Der Stand, der kommt am 5. an. Und das Motherboard vom 5., zwischen 5. und 7. oder so war das, glaube ich. Ziemlich geil. Ziemlich geil. Ich wollte das schon seit Monaten oder so bestellt haben, aber ich habe es einfach nicht gemacht. 8 Erfahrungspunkte für den Sneeble, was? Ja, jetzt habe ich mir immer gedacht, komm, bevor ich jetzt schon wieder zu viel Geld ausgebe und mir das dann im Endeffekt doch nicht mehr kaufen kann, nutze ich das Geld, was ich jetzt bekommen habe, sofort. Dann weiß ich, okay, ich habe für den Rest des Monats so und so viel Geld zur Verfügung und kann mich dann besser darauf einstellen. Und ja. Viel, viel besser. Dann könnte es auch endlich werden, dann wird das 60 FPS aufnehmen etc. alles viel besser werden. Weil mein Prozessor ist einfach für den Arsch. Einfach für den Arsch. Level 40 Merrill. Wow. Mit wow, 61 KP. Mhm. Ich bin ja begeistert. Zurück zur Gilde. Genau. Ja. Ich merke einfach immer wieder, dass es unbedingt wird Zeit, dass ich endlich aufrüste. Endlich. Aufrüsten. Ist schon geil. Ist schon geil. Und nötig vor allem. Wie gesagt. Und irgendwas wollte ich dazu noch sagen. Jetzt habe ich es vergessen. Fuck. Egal. Fällt mir bestimmt wieder ein. Ja, auf jeden Fall neuer Prozessor, neues Motherboard. Und dann kaufe ich... Genau, dann kaufe ich mir demnächst. Beziehungsweise zu Weihnachten. Bekomme ich vielleicht. Holy shit. Ja, zu Weihnachten bekomme ich dann vielleicht auf jeden Fall ein neues Netzteil. Will ich mir holen dann. Oder halt zu Weihnachten bekommen. Und außerdem noch neuen Kühler. Ist auf jeden Fall auch nötig. Brauche ich auch beides. Dringend neu. Netzteil sowieso, allein weil die Kabel viel zu kurz sind von meinem jetzigen. Ich habe das über Umwege einfach geschafft, irgendwie mit meinen ganzen Sachen zu verbinden. Mit den ganzen nötigen Aua, ich hasse dieses Spiel. Ja, mit meiner Grafikkarte etc. und mit dem Motherboard allgemein zu verbinden, das ist, oh. Ja, alles ziemlich, ich sag mal, straff in dem Rechner, was die Kabellage angeht. Ein bisschen behindert. Wow, wir sind schon wieder gestorben, ey, das ist ein super Part. Das ist ein super, super, super Part, ich hasse es. Ich hasse es, das ist doch ein Scheißspiel. Na 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 na. Dü-dü-düm. Brauch nur 3 Äpfel, Sinobieren, alles okay. Appellor brauche ich nicht, Wechselor brauche ich nicht. Dim 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 dim. Dü-dim dü-dim dim dim. Hatte ich noch Top-Elixier? Ich weiß es nicht, nehme halt auch einen mit. Top-Elixier. Ich weiß nicht, bringt das irgendwas, wenn ich hier irgendwem was beibringe? Ich glaube nicht. Versetzt Gegner in Angst. Alle Gegner? Alle Gegner in den Panikstatus. Was bringt der Panikstatus? Pokémon und schreckliche Angst sind versuchen, von den anderen Pokémon zu verliehen. Ja. Ich nehme mal einen Angstdorf mit. Zerstört Fallen, ruft, ne? Verwirrt Gegner, verwirren ist auch super. Fliehob nehme ich vor sich selber auch mal mit. Fluchtwert, Köderstatus. Lame Orb ist auch mal schön. Verwandelt Pokémon. Weil dann ist ein Gegner in ein anderes Pokémon verwandelt. Zählt das? Ne, Reichweite direkter Gegner, shit.
Ortet Pokémon, Reduz. Versetzt Gegner, Schlaf nehmen wir auch mal mit. Alle? Ist alle Gegner im Raum? Oh ja. Das ist super. Die Volltrefferrate, Stehfekte von Attacken. Gegner zur Treppe teleportieren, wow, das bringt ja viel. Ja, nehmen wir mal die Items mit. Dings ist auch nicht mehr im Team jetzt, ne? Nee, schade. Müssen wir auch wieder zum Team hinzufügen. Na, das haben wir so hier an Items wieder. Immer noch keine. Es gibt so wenig Belebersamen im Shop, ey. Das ist ja mega behindert. Was ist das? Meine Güte. Streuorb und Lehmorb. Nee. Will ich jetzt nicht unbedingt haben. Obwohl eigentlich beide Orbs ziemlich praktisch sind. Und wir wahrscheinlich mehr Monsterräume kriegen als einen. Okay, eben sind wir durch ein Fuck-Pokémon gestorben. Alter, es ist aber auch. Nee, was ist das für ein Dungeon? Sind wir zu unterlevelt? Ich glaube nicht, oder? Eigentlich ja nicht. Wir hatten ja eben Meryl ins Team bekommen und das ist ja Level 40 gewesen. Das heißt eigentlich, weiß ich nicht. Irgendwie unterlevelt sind wir auf jeden Fall nicht. Ist halt nur zu übertrieben, weil wir halt Pflanzen-Pokémon sind und das ein Eis-Dungeon ist. Und wir Monsterräume kriegen! Drecks-Kackspiel! Ah, ich hasse Monsterräume. So ein Shit. Ich habe mich damals schon immer über Monsterräume aufgeregt. Im ersten Mystery Dungeon, das habe ich damals auch auf dem normalen Gameboy noch gespielt. Und das hat mich schon immer mega abgefuckt. Mega, mega abgefuckt. Alles klar. Wie mache ich das? Ich will das hier bitte fixieren, danke. So. Super. Das ist besiegt. Nein. Okay, Mund hier. Komm schon! Ist nicht deine Ernte. Machen wir es mal so und machen wir es mal so und nochmal so. Dann kann ich nämlich jetzt beide gleichzeitig töten, ne? Richtig. Oh, super. Gletscherhöhle U3. Wie viele Ebenen hat die verdammte Gletscherhöhle? Ich weiß es nicht mehr. Ich hätte es nachgucken sollen. Vor dem Part mal. Mache ich vielleicht vor dem nächsten Part, wenn wir den bis dahin nicht geschafft haben. Was ich glaube ich nicht denke. Denn, ja. Monsterräume. Und so. Finde ich immer. Wandergummi? Was ist das denn? Wo ist Meryl? Ich will Meryl. Meryl kommt zu mir. Ich will dieses Wandergummi. Wir wissen, was das ist. Ich will definitiv wissen, was das ist. Warum machen wir halt 10 Schaden? Dieser verdammten Kastanienfalle. Was ist dieses Meryl? Meryl, komm zu mir. Meryl, Wandergummi. Dragon will ich Wandergummi aus. Genau, es fiel zu Boden. Ja, sammel mal auf, Dragon. Sammel mal auf. Oder heb's nicht auf. Wandergummi, was ist das? Dieses Item führt zu einer getrübten Sicht beim Anwender, versetzt sich ihn. Ah, das ist Wundergummi. Ja. Ha, huh, cool. Es gibt sogar. Wow. Also, es ist wahrscheinlich das Item oder das Gegen-Item zu den. Ja, zu allen Gummis. Oder so. Schätze ich mal. Ha. Ist auf jeden Fall eigentlich ganz cool. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Dim. 12 Erfahrungspunkte für ein Sneeble. Ich bin begeistert. Ich bin echt, echt begeistert. Hust, hust. Gerockbock aufheben, genau. Mann, ey, ich will diesen Dungeon schaffen. Royalgummi. Supergeil. Es laggt as fuck. Wow. Haru braucht es weiterhin, genau. Merklich. Ach, der Royalgummi ist ja für Drachen-Pokémon, stimmt. LOL. Ah, ich hätte das jetzt einfach ganz stumpf irgendwie anders gegeben. Aber da Haru sowieso als nächstes in die Kuh-Punkt bekommen muss, habe ich das Haru gegeben. Wow.
Super. War gar nicht mal so falsch. Hallo, Mundtier. Ne, Sengo. Mundtier? Sengo. Sengo will ins Team. Wow, das hat aber... Der hat aber lang gebraucht, um sich zu entscheiden. Ich glaube, ich lasse ihn mal im Team. Lila Gummi essen, Haru. Ich meine, das ist Level 43. Das ist das Gute. Aber na, ich schicke ihn. Ich schicke ihn zurück. Mit 4 Leuten ist es einfach noch dümmer, einen Dungeon zu betreten, finde ich. 4 ist zu viel. 4 Pokémon in einem Dungeon ist einfach echt zu viel. Es ist eindeutig zu viel. Dim, 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 dim. Da ist noch Poke. Poke nehme ich gerne mit. Ach, Mann. Knirscher wurde versiegelt. Heißt das jetzt... Warte, Knirscher kann ich die ganze Ebene nicht einsetzen, ne? Das heißt, aber es ist nicht... Also es ist immer noch verlinkt, so ist es nicht. Also wird auch eigentlich keine AP abgezogen, ne? Ja, eigentlich dürfte keine AP abgezogen werden. Zack! Ne, Knirscher kann nicht eingesetzt werden. Okay, alles klar. Super. Blaugummi. Und Weißgummi, alles klar. Noch mehr Gummis für Haru. Es klingt einfach immer noch verdammt falsch, wenn ich das sage. Klufterkunde, was ist Klufterkunde? Was ist das für eine IQ-Fähigkeit? Nicht reden. Oh, IQ prüfen, genau. Klufterkunde, hier. Das Pokémon kann durch Teammitglieder hindurch bestimmte Items werfen. Oh! Die nur Gegner... Ah! Muss die IQ-Fähigkeit Pfadfinder ausgeschaltet sein. Bevor dieses Pokémon einen Gegner angreift oder ein Item wirft, prüft es erst, ob Winde oder andere Pokémon im Weg sind. So. Ja, mach ich mal. Mach ich mal. Das ist cool. Das ist sehr cool. Ich finde, das ist echt eine coole Fähigkeit. Ziemlich cool. Ach, ich hab noch einen. Dings. Weißgummi. Doki. Wir kriegen als nächstes eine IQ-Fähigkeit. Yeah. Aha. Yeah, yeah, aha. Krass tight. Und so. Wie viele Ebenen hat diese verdammte Gletscherhöhle? Ich will nicht mehr hier sein. Okay. Das besiegt. Super. Och nee. Ha. Oh. Noch eine weitere Attackennutzung. So, das Wort. Ha, genau. Dann wären unsere Link-Attacken getrennt. Oh, wir sind in der Mitte des Dungeons. Oh, schön, ja. Dann war das. Wow. Das Top-Elixier war sehr, sehr, sehr sinnvoll genutzt. Ist super sinnvoll. Aber ich glaube, wir beenden hier jetzt auch den Part. Wir sind bei 18 Minuten. Ich glaube, weiter... Nee, weiter ist sinnvoll, sinnlos. Danke. Ja, wir beenden hier den Part, Leute. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.